112. Diese Notrufnummer sollte jeder kennen. Im Ernstfall, sei es ein medizinischer oder bei einem Brand, kann sie Leben retten. Doch Hilfe ist nur dann möglich, wenn die Rettungskräfte schnell und organisiert vor Ort sein können. Wer in der Hansestadt Rostock die 112 wählt, landet in der Leitstelle des Brandschutz- und Rettungsamtes in der Erich-Schlesinger Straße 24. Wenn ein Notruf reinkommt, sind besondere Basic-Daten abzufragen, also die Adresse oder der Standort des Notrufteilnehmers, die Telefonnummer und um welches Schadengeschehen es sich handelt. Zu Beginn des kommenden Jahres wird die Hansestadt ein Notruf-Abfragesystem haben. 15 Mitarbeiter, darunter Markus Paschen, arbeiten derzeit am neuen Notrufsystem. Wir haben eine standardisierte Abfrage, das bedeutet, die Fragen sind vorgegeben. Wir können einen Standard festlegen, welche Rettungsmittel bei welcher Erkrankung fahren, beziehungsweise die Fragen, die zum Ziel führen. Das zweite ist Qualitätsmanagement. Wir können durch die Abspeicherung der Daten können im Nachhinein vollziehen, ob das System richtig arbeitet oder ob der Mitarbeiter irgendwo einen Fehler gemacht hat und das System gegebenenfalls angepasst werden muss. Und das dritte ist, wir wollen im Prinzip Zeit sparen, das heißt vom Eingang des Notrufes bis zur Alarmierung unter 90 Sekunden bringen. Das Beste wäre so 70 Sekunden, bis wir hier auf Alarmieren gedrückt haben und das Fahrzeug fährt dann raus. Doch dieses System löst auf einen Schlag nicht alle Probleme. Nach Einkommen eines Notrufes kommt es immer wieder zu ungenauen Aussagen des Anrufers oder zu Unwissenheit über die Absicht des Anrufes. Die Feuerwache muss daher jedes Jahr ca. 30% ihrer Einsätze als Fehleinsätze protokollieren. Wer die Notrufnummer wählt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass wenn jemand einen wirklichen Notfall hat, diese Nummer gerade dann besetzt ist. Und insofern geht es darum, den Notruf nicht für andere Zwecke zu missbrauchen. Auf dem Weg zum Unfallort gibt es aber ein weiteres großes Problem. Rettungsgassen. Sie werden oft nicht richtig oder gar nicht auf Rostocks Straßen gebildet. Der Leiter der Leitstelle Südstadt wünscht sich da mehr Entgegenkommen von den Rostockern. Natürlich lernt das jeder Fahrschullehrer und die Verkehrsteilnehmer sollten sich danach richten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Verkehrsteilnehmer bei Rot fahren, wenn es um nichts geht, also einfach nur um schnell noch mal eben die Brötchen zu holen. Wenn dann aber hinter ihnen ein Rettungsfahrzeug steht oder ein NEF oder ein Feuerwehrfahrzeug, dann wird ja die Haltelinie nicht überquert. Insofern wäre es schon hilfreich, wenn die Verkehrsteilnehmer sich an die Regeln halten, die ihnen nach Straßenverkehrsordnung auch beigebracht wurden. Also natürlich darf man auch dann bei Rot fahren, um freie Wege zu schaffen. Mit dem neuen Abfrageprotokoll erhoffen sich die Feuerwehrleute aus der Südstadt eine Verbesserung der rettungsdienstlichen Versorgung der Rostockerinnen und Rostocker. Das System haben wir jetzt etabliert. Wir werden jetzt die nächsten Wochen und Monate mit dem System weiter üben und es dann einsetzen. Und das ist ein guter Weg für die Leitstelle und für die Bürger der Hansestadt Rostock.